Willkommen zurück, Reisende. Wir sind in Going Medieval. In der letzten Folge haben wir hier unsere Werkstätten und die Lager fertiggestellt. Jetzt haben wir hier so ein kleines Industrieviertel. Und hier werden wir jetzt erstmal... Ja, wir machen... Einen... Machen wir noch zu. Und dann werden wir am Ende erst alles zumachen, wenn wir wissen, dass wir wirklich genug Lehm haben. So, hier kommen dann noch die Brennanlagen hin, im Gebäude. Aber als erst müssen wir uns jetzt erstmal um den Keller kümmern. So, wenn sie das hier nämlich gebaut haben. Hier haben sie schon. Das weg. Das kann weg. Das kann weg. Hier haben sie auch gebaut. Kann das weg. Das. Das. Hier haben sie nur hinten bisher. Wir müssen mit der Stabilität nämlich aufpassen. Wenn das erst einreißen, wenn sie auch fertig gebaut haben. Gut, dass wir so viele Hunde haben. Aber wir müssen mal echt wegen dem Kochen gucken. Ich stelle jetzt noch ein paar höher, die kochen können. Und die anderen haben alle eins auf Kochen. Aber da wir jetzt ja wieder viel Bergbau in Auftrag gegeben haben. Weil sonst, ja, wir haben eine Mahlzeit, es kocht echt gar keiner. Doch, einer kocht. Da kocht noch wer. Ja, sollen sie mal machen. Müssen ja nur nicht hier alle Bergbau betreiben. Deshalb müssen wir immer schön langsam machen. Weil Zutaten haben wir ja wirklich genug. Oh, Gerste vielleicht nicht mehr benutzen. Brauchen wir für Bier. Gerste raus. Gerste raus. Gut, hier haben wir auch kein Holz. So. Einmal die Gerste bitte raus. Und hier auch. So. Vielleicht müssen wir noch eine Kochstelle hier hinten reinbauen. Was ist da denn für ein Boden? Keiner. Was ist denn passiert? Kann denn da ein Holzfußboden fehlen? Könnten ja. Das mit den Fenstern passt ja gar nicht, da ich hier eine Doppeltür eingebaut habe. Ich dachte, Kneipe, brauchst du Doppeltür. Könnten ja. Hier? Hier? Hier und da? Vielleicht? Und hier machen wir das wieder drüben. Ja, jeder zweite Fenster. So. Und hinten werden wir das dann genau gespiegelt machen. Also der Baum stört. Und zwar so.
wieder zwei. Da nämlich ein Dach draufsetzen, dann zählt das als Raum. Dach. So, jetzt am besten nur den Bergbau machen. Hier auffüllen tun wir dann auch erst. Mit Erde. So, dann gucken wir jetzt wieder in den Keller. Hier können wir... Können wir da eigentlich schon irgendwas abreißen? Die Tür müssten wir stehen lassen. Einzelebene, alle Gebäude. So. Das kann weg. Das kann auch weg. Hat dann da gewählt. Ach, eine Außenfackel. Ja, gut, die können wir ruhig hängen lassen. Weil die beiden Beinräume, die müssen wir noch aufheben. Da wir noch keine neuen Kirchen haben. So. Gucken wir hier unten. Ah, das sieht doch schön aus. Dann kann hier jetzt weiter. Handelskarawane. Das kann entfernt werden. Das. Und das. So. Und wenn sie das haben, fangen wir hinten an, eine Etage nach unten. Das ist am besten, weil hier liegt irgendwo ein Holzfußboden rum. Weil die bekommen das irgendwie immer hin, sich einzubuddeln. Warte mal. Hier habe ich nur zwei freigelassen. Immer. Ja, immer zwei. Dann sollten wir das hier auch machen. Entfernen. So. Und einen versetzen. So. Zwei frei. Geht ja mal gar nicht. Ja gut, dann ist hier nur einer frei. Hier sind es dann drei. Da können wir ja zur Not hier noch eine Strebe einziehen. Und die beiden hier unten entfernen und auf quer machen. Aber dann sind da eins, zwei. Naja, sind ja dann nur zwei zwischen. Ja, das geht. Kein Problem. Reißen will er sie jetzt nicht, oder wie? So. Hoffentlich macht das einer. Dann können wir nämlich so Streben einbauen. Läuft der Händler darum? Was ist das hier eigentlich für ein Boden? Ah, bestimmt von den Türen. So. Und ab in den Keller. Jetzt natürlich mitten in der Nacht. Haben sie entfernt. Ist ja schön. So war jetzt richtig, ne? Ja, ich glaube. So.
Also hier sind jetzt alle Streben, ja, alle eingebaut. Das ist gut. Könnten, wenn hier zur Not auch noch Strebe, weil darunter kommt ja weggerissen. Weil hier sind jetzt auch schon wieder drei frei. Das muss ja stabil sein. Zwei frei. Also das funktioniert aber auch nicht immer. So. Die müssen wir vorher einbauen. Sonst kommen sie da wieder nicht dran. Deshalb müssten wir... Graben wir jetzt erst die vorletzte Ebene aus. Machen da überall Stützen, damit die Stabilität gegeben ist. Und dann dürfen sie da drunter anfangen. Und da brauchen wir dann keine Stützen. Weil die ja hier oben schon angebracht sind. Das ist sehr gut. Einmal gucken unten. Haben sie leider noch nicht gebaut. Ich bin jetzt leider auch kein Eis. 2,6 Grad sind unten. 2,4. 2,6. Obwohl das Eis hier liegt. Oh, hier sind es aber auch nur 1,5 Grad. Trotz Eis. Ja. Hier wollte ich auch noch Lager bauen, aber ist dann irgendwie überflüssig. Aber daher lieber abstützen. Oh, hier haben sie fertig gebaut. Okay. Dann jetzt hier. Oh nein, da. Gut. Hier können wir eine setzen. Hier können wir eine setzen. Und die kommen dann quer hin. Ja, weil wir in die Richtung dann gehen werden. Dann haben wir hier ist die Küche. Und wenn wir Baueraufgaben fertig haben, Großteil, dann ist es auch nicht so weit zur der Nahrung. Die werden wir dann hier schön einlagern. Das ganze Frische. Am besten sehr nah an der Küche. Und die fertigen Sachen haben wir oben überall hoch eingestellt, also sehr hoch eingestellt. Stellen wir dann hier Regale hin mit nur der Priorität hoch. So. Haben sie auch gebaut. Das ist sehr schön. Also nur gucken. So. Und so. Okay, die beiden haben sie gebaut. Die weg. Die vier. Und die vier. Sehr witzig, hier hat einer Material hingebracht, aber nicht angefangen mit Bauen. Ah, jetzt wird gebaut. So, dann kann das hier auch weg. Und diese beiden. Und danach gehen wir eine Etage tiefer. Wie gesagt, hinten anfangen, weil die graben ja immer nur nach unten, leider nicht nach oben. Daher müssen wir hinten anfangen. Und auch am besten von dieser Ebene aus zeichnen. Auch wenn das gar nicht so einfach ist. Immer zwei rein. Nur. Weil sonst, wenn wir den ganzen Raum machen, graben sie vorne weg und dann kommen sie da hinten wieder nicht mehr hin. Und so kommen sie wenigstens noch irgendwie hin. Außen müsste eigentlich auch gehen. So, wenn wir jetzt hier außen, da müssten sie auch dann drankommen.
Oh. Wir lassen mal einen frei. So, dann kommen sie auf jeden Fall dran. Obwohl, wir machen mal lieber doch nur eine Reihe nach der anderen. Weil sonst müssen wir da irgendwas. Wir kommen dann halt gar nicht mehr hin. Weil die ja nicht von unten graben. Treppe bringt da auch nicht viel. Oh, solche Taste. So. Dann machen sie das, dann eine Reihe weiter. Und hier eine Reihe, bis wir dann beim Gang sind. Dann brauchen sie nur noch den entfernen. So. Und das ist unser Fixpunkt, damit wir wissen, wo wir noch hier oben hin müssen, um dann nach unten zu kommen. Wir sind das. Das ist der 3. Und dann wäre auch eine Strebe. Könnten wir hier in der Mitte einfach noch eine setzen. So. So. Und den hier müssen wir entfernen. Sonst fallen die runter in Keller, also in unseren richtigen Keller. Dann werden wir gleich eine Strebe hier noch einziehen. Könnten wir auch einen weitermachen auf beiden Seiten. Oder halt genau so lassen. Geht ja auch. So, nur einer mal diesen letzten Block hier entfernen. Keiner Lust so. Unsere Hunde sind schön fleißig am Arbeiten. Ah, hier ist einer gekommen. Okay, gut. Ich hätte jetzt sonst einfach einen angehalten, dass der das macht. So. Am Schluss werden wir die entfernen. Ja. Hier ganz zum Schluss. Und auch. Ja, da müssen wir mal gucken. Dann werden wir die entfernen, die da drunter, und dann uns hier so rückwärts arbeiten. Bis nach hier. Daher müssen wir vorher das hier entfernen. Oh, das haben sie hingekriegt. Mal Pause machen. So. Das kriegen wir bestimmt wieder nicht hin. So. So. Unter der Erde zu buddeln hier ein bisschen kompliziert, aber das ist gar nicht so schlimm. Immerhin kann man dafür unter der Erde bauen. Gedacht, da wir jetzt ja Hügelland spielen, also ja, es das heißt glaube ich ein bisschen anders, die Karte, die wir spielen, gibt es ja noch Berg und Tal dann auf jeden Fall. Dann werden wir beides auch noch spielen. Und natürlich auch was ganz anderes dann bauen. Berg zum Beispiel, da können wir was Ähnliches bauen wie vielleicht aus Herr der Ringe, so eine Burg. Ganz geschlossen und hoch ist. Ringsrum ist alles
sehr viel tiefer gelegen und dass alle Gebäude so klein und kompakt gebaut sind. Auch ein Stall, die Tiere und die Talregion, also Flachland. Dachte ich, machen wir so ein Bauerndorf. Ein paar Leute haben Felder und einen Hof, ein paar haben Tierzucht. Werden wir mal was Schönes hinkriegen, denke ich mal. Jetzt haben die ja natürlich wieder Laufenszeit. So, der ist aber gebaut, ne? Ja, der ist gebaut. Da unten ist auch alles vorbereitet. Dann bin ich mal gespannt, ob ein Keller über 2 Etagen mit Eis drin dann wirklich kühler ist. Der Boden scheint, da es Granit ist, ein bisschen zu wärmen. So, mal gucken. So, arbeitet weiter. Und Gerste kann ja ruhig hier hinten bleiben. In den Lagern, da ja hier oben die Brauereien hinkommen. Wäre ja doof, wenn sie die dann, obwohl ja gut. Es nimmt sich jetzt nicht wirklich was. So. Weil wenn wir hier Johannisbeeren, Kohl und die anderen frischen Sachen, haben wir denn hier so? Dunkelrüben, Karotten, ganz viel Kohl und Johannisbeeren. Dann werden wir hier rechts und links hinpacken. Und dann machen wir halt rechts fertiges Essen. Und links, wenn dann... Scheiße, jetzt kommen die da nicht hin. Na gut, sie können es dann von unten machen zur Not. Nicht so, wie ich mir das gedacht habe, aber naja. Ups. So. Ah, wir haben groben Wein bekommen. So. Na, müssten die nicht jetzt eigentlich auch... Das ganz unten ist und wir ganz unten einen Keller haben. Die auch einfach von unten buddeln können. Wir testen das mal. Hier kommt ja sowieso eine Treppe hin. Mal gespannt. Ja, eigentlich gehen. Weil es ist ja dann ganz unten. Ja, tiefer geht ja nicht. Müsste eigentlich funktionieren. Oh. Ja, weil... Die können ja seitlich auch. Also die Ebene, auf der sie stehen, können sie und die da drunter liegen. Ja. Dann müsste das hier eigentlich auch funktionieren. Aber nee, warte mal. Dann sind die da eingesperrt schon wieder. Naja, dann zwinge ich irgendeine Treppe zu bauen. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Da wir hier keine Luft haben. Also... unterirdische Begräbnisstätte. Werden wir hier weiter die Lehmtreppen benutzen. So. Ach du, jetzt sehe ich ja überhaupt nichts. Nur eine? Eine ist auch irgendwie doof, ne?
Ups. So. Ja, jetzt sind da zwei gefangen und nölen gleich wieder, aber. Ja. Pech. Hätte ja irgendeiner die Treppe bauen können. Ich frage, also irgendwie ist andauernd Auto speichern, weiß auch nicht. Andauernd ist der Tag rum. So. Müssen wir jetzt nur die richtige Ebene einzeichnen. So, das kann ja was werden. Also was. Die zwei, die hier pennen, die dürfen wir erstmal ganz gepflegt. Das hier haben wir nämlich noch nicht gemacht. Sobald die aufstehen. Oh ne, irgendeiner hat die Treppe gebaut. Da kommen die jetzt eh nicht hin. Ich muss denen hier gleich einen Weg bauen. Die kommen nämlich jetzt gar nicht von hier auf die Treppe, logischerweise. Gott, steh doch mal auf. Ja, hier, guck mal, die ist wach. Buddel. Die andere könnte ruhig auch aufstehen. Wie lange schläft die? So, buddeln. So. Ich bin mir noch unsicher, wie ich die da rauskriege. Also, was ist denn jetzt los jetzt hier? So. So. Hab eine Idee. Buddel den da weg. Nein, was? Hä? Was ist jetzt? Ah, jetzt sind sie nach unten geglitscht, oder? Nee, warte. Beide nach unten geglitscht. Das ist ja cool. So. Ah, dann können wir jetzt auch die dritte Treppe da wieder hinbauen. Oh nee, jetzt hocken hier auch Hunde. Wie soll ich ihn jetzt hier rauskriegen? Ist nicht wahr. So. Holzwurstboden. So. Irgendeiner muss jetzt den Holzfußboden bauen. Dann kommt der Hund, der hier ist, auch raus. Müssen nur mal gucken, dass wir jetzt nichts falsch gemacht haben. So. Hier sind es drei. Das geht gar nicht, das muss da gleich aussehen. 1, 2, 3. 3, 3. Aber so reicht. Dann kommt hier nämlich noch ein Stützpfeiler hin, dann sieht das. Also hier kommt der Stützpfeiler hin, sieht das fast so aus wie da drüben. Der Hund ist jetzt rausgelaufen oder reingelaufen oder was? Wegen der Erde. Liegt jetzt hier noch Erde? Nein. Nur Fußböden. So. Hier, irgendeiner läuft dann rein. Oh nee. Echt jetzt. Hier dann das hingekriegt. Ja, Wop. Du reißt jetzt das. Du kommst jetzt ganz einfache Sache.
dahin. So. Nein, nicht transportieren. Reißt das von der Seite ab. Aha. Und jetzt reißen wir den da drunter ab. So. Gucken, wir dürfen bloß jetzt hier nicht zu breit werden. So. Hier. Ich werde das mit euch noch zusammen anzeichnen. Und die werden das dann bis zur nächsten Folge entfernen. Oh, so. Nein, oh, er hat gespeichert. Wie, was heißt denn hier bewusstlos? Dorfbewohner bewusstlos. Okay, warum? So. So. Sich hier irgendwas zu sehen, ist auch eine Kunst für sich. So. Oh. So. Und das müsste jetzt richtig gewesen sein. Hier ist ein Einzelner. Und theoretisch müsste da der Keller sein. Ja. Haben wir alles richtig gemacht. Hier sind jetzt Streben. Und dann sieht man ganz schwierig. Hier unten ist noch eine Strebe. Und da kommen wir dann in unseren Keller. Den wir am Anfang gebaut haben. Eine Doppeltür. Ist hier oben nicht eigentlich irgendwo? Hier ist nirgends eine Tür. Ah, da fehlt eine Treppe jetzt. Ganz witzig. Nein, Spiel. Nein. So. Da eine Treppe. Da wir jetzt ganz unten sind, dann kann hier in den Kellerraum keine Tür rein. Ja, okay. Ich hätte hinterher hier oben wieder einen hinsetzen sollen. Warte, warte, warte. Wir können immer noch hier eine Tür hinbauen. Ach nee. Wie soll ich denn sowas sehen, bitteschön? So. Wenn wir die dreien, wir haben ja jetzt hier. Kommen sie angeblich nicht hin. Das ist aber kein Problem. Hier kommt eine Holztreppe hin. Dann kommen sie da dran. Ist aber schwer zu sehen. So. Warte mal, da haben sie auch noch nicht. Dann kann hier und da eine Tür hin. Zu diesem Raum. So. Falls wir nämlich noch erweitern, sind dann hier Türen gar nicht schlecht. Gut, da kommen die jetzt angeblich nicht hin. Das ist ja aber kein Problem. Holztreppe. Holztreppe. Oh. Muriel, reiß mal den da ab. Danke. So. So. Das brauchen wir. Einmal anhalten. Ey, krass, wieso geht das nicht? Ah, jetzt. So.
Und jetzt einmal oh, 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 so, so, so. Ach nee, jetzt hat er echt jetzt die Erddinger entfernt. Ja doch, die stehen richtig. Wir wollen jetzt da drunter. Hier so. Ah, warte, die muss ich. Muss die hinteren zuerst machen. Ja, muss ich jetzt neu setzen. Oh nein, nein, nein. Ganz komplexe Angelegenheit jetzt hier. So. Da jeweils ein, ja. Das ist gut. Ja, hier muss ich nämlich den hinteren zuerst bauen lassen, dann den davor und dann den nächsten. Sonst bauen sie den ersten als erstes. Das finde ich ganz witzig. So, jetzt kommen die mit Treppe dahin, dahin. Hier können sie bleiben, weil nur bis da abgerissen wird. Okay. Gut, jetzt habe ich das aber alles richtig, ne? Ja, hier geht's runter. Hier geht ja keine Tür hin. Warte, 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 warte. Können doch auch. Also hier ist jetzt eine Treppe. Aber hier hinten Türen reichen ja eigentlich. So ein Lagerräumen. Ein Flur muss ja nun auch keine sein. Oh ne, alles okay. Okay. Das werde ich jetzt so ein bisschen durchlaufen lassen. Ist halt ein bisschen kürzer geworden. So. Und hoffe, hat Spaß. War ja ein bisschen Bergbauarbeit heute. Das ging ja nicht anders. Wir müssen ja unsere Lebensmittel lagern, damit die wir langsam auf mehr Fertiggerichte kommen. Daher mussten wir das ja machen und ist ein bisschen anstrengender gewesen jetzt mit diesen zwei Etagen. Aber wir mussten ja gucken, ob das wirklich mehr Kühleffekt hat dann im Winter, also wenn wir Eis haben. Und vor allen Dingen auch, ob man eigentlich dann auch viel mehr sieht, also viel besser so. Wir können jetzt schon in den unteren Raum reinscrollen. Hier haben wir dann noch die Balken, die wir sehen. Und können nichts richtig anwählen. Hier hinten haben wir dann viel mehr Überblick. Das ist auch richtig cool irgendwie. Ah, okay, ich dachte gerade, die hätte hier den auch abgerissen. So, jetzt sind sie auch blau, jetzt kommen sie dran. Weil dann können wir da, also hier machen wir ja noch einen, hier drunter dann auf der Ebene, können wir dann, warte mal, ja, als hätte ich es geahnt. Stopp. Hier dürfen wir auch erst einbauen. Sonst kommen sie ja gar nicht mehr an den. So. Den da haben sie gebaut. Okay. Mache ich jetzt hier. Oder auch nicht. Einen zweiten. Da haben sie. Haben sie vielleicht. Ja, da ist auch einer gebaut. So. Okay. Dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne abonnieren und liken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn hier die Lagerräume frei sind. Bis dann.